herzlich willkommen im Gasthaus zum Rollenden Würfel in unserer Episode Nummer 25. Das Ganze ist ja hier unsere sozusagen Impro-Hörspiele-Reihe, besser bekannt als die DSA-Sternensplitter-Kampagne. Und zuletzt habt ihr mich als Meister gesehen und wie ihr wisst, nach dreimaligem Meisterdasein muss leider einer abtreten, der jeweilige. Und diesmal schließt sich der Kreis. Ich werde heute abgeben an den Ersten, den Einzigen, den Größten, den Anfänglichen, Nico. Viel Spaß. Oh ja. Ich muss gestehen, ich war tierisch nervös. und ich bin auch ganz schön, ein bisschen innerlich erregt. Einfach nur aus dem Grund, weil ich weiß, ich bringe es jetzt zum Abschluss. Ja, vielleicht für den einen oder anderen Zuschauer da draußen kommt diese Wendung jetzt überraschend. Ja? Aber das alles hat so auch seine Gründe, die wir sicherlich mit Heiko gemeinsam auch nochmal erklären werden bei unserem Recap. Aber ich schließe den Kreis. Ja? Das bedeutet nicht, dass jetzt sofort Schluss ist oder in der nächsten Viertelstunde alle tot sind. Das bedeutet nur, dass ich die Ehre habe, die letzte... Bitte? die letzte Meisterschaft hier noch einmal anzuführen. Und deshalb möchte ich an dieser Stelle, so wie bei jeder unserer Folgen nun bereits seit fast 2 Jahren... Äonen. Möchte ich ganz gerne noch einmal den nicht ganz so bekannten Leser bitten, uns noch einmal vorzutragen, was denn bisher passiert ist. Was waren das eben mit... Chicken? Frechheit. Man kennt mich überall in allen Gasthäusern und Ländern und Spielesystemen. Hier donnert's. Siehst du? Mir zu Ehren. Warum bist du dann jahrelang einfach nur in dem einen Gasthaus und erzählst da und nicht im ganzen Land? Nee, immer nur dienstags. Das ist eine andere Geschichte. So, jetzt mal Ruhe hier. Auf welchen anderen YouTube-Kanälen bist du denn sonst noch so unterwegs? Aus. Es war einmal vor langer, langer Zeit in einem weit, weit entfernten Gasthaus. Violin setzte all ihre Überzeugungskraft ein, ihre missliche Lage im Orkenlager zu verbessern. Doch ohne ihren machtvollen Dolch waren ihre Möglichkeiten begrenzt. Voll Ehrfurcht beobachteten unterdessen Aliana und Arlekin auf der Anhöhe, wie die runzelige graue Krähe ihre letzte verbliebene Feder abschüttelte und zu einem stattlichen, lustigen, charmanten, mächtigen... was? Ja, ist ja schon gut, Rodrik. Also, sie wurde ein hässlicher, hutzeliger, sehr alter, schneefressender Zauberer. Simsalabim ward aus dem Vogel Simsalabim. Den lassen wir aber stehen, was? Lange beratschlagten die drei über ihr Vorgehen und überließen die arme Fiolin ihrem Schicksal, die erfolgreich ihr Blut opferte, dem verwundeten Schwarzpelz Heilung zu schenken. Die Anstrengung drückte ihr auf Blase und Darm, weshalb sie im Anschluss eine Auszeit nahm. So machte sie dem Orken weiß. Hinter einem Fels, unbeobachtet, plusterte sie sich mächtig auf und als weiße Taube machte sie sich auf, das Zelt des Schamanen aufzusuchen. So, liebe Leute, sieht es also aus. Es ist der Anbruch einer sehr, sehr kalten winterlichen Nacht im Sveytal, beziehungsweise sind wir ja gar nicht mehr so wirklich im Sveytal, sondern in den Blutzinnen, in den Bergen und die Helden, allesamt getrennt voneinander, beziehungsweise Fiolin immer noch im Orklager, beobachtet gar Schauderliches. Aber bevor wir uns unserer Geweihten widmen, werden wir uns erst einmal dem Dreierpack zuwenden. Denn ihr, Aliana, Simsa und Arlekin, ihr befindet euch ja immer noch im Wald, sozusagen über dem Dorf und seid sozusagen auf der Flucht. Ihr habt versucht, eure Spuren zu verwischen, damit die Orkspäher, die ihr gesehen habt, die aufgebrochen sind, um euch zu fangen. Diese Jäger wollt ihr natürlich möglichst lange an der Nase herumführen. Und so hat es Aliana ganz gut geschafft, eure Spuren zu verwischen. Der immer stärker werdende Schneefall hat euch natürlich dabei geholfen, die alten Spuren mit frischem Schnee zu überdecken.
aber ihr seht natürlich immer noch ein großes Problem auf euch zukommen, denn ihr seid relativ stark erschöpft, ihr seid mitten in der Wildnis, es schneit, es ist Winter, es ist kalt und besonders Simsa macht die immer stärker werdende Kälte doch nun deutlich, der Körper ist nicht mehr der Jüngste. Und eure Freundin befindet sich immer noch im Orklager. Ihr wisst nicht, was mit ihr ist. Ihr wisst nicht, ob sie noch am Leben ist. Und ihr wisst natürlich auch nicht, wie es euch gelingen soll, den Splitter oder den Schaman, der im Besitz des Splitters ist, zu bezwingen. Und in dieser vertrackten Situation überlegt ihr nun, was ihr tun wollt. Alekin, Simsa, vielleicht können wir in den Unterschlupf zurück, wo wir die Nacht verbracht haben, Simsa. Du erinnerst dich? Alian, am besten wäre es, ihre Macht wieder so ein schönes Iglu. Wir müssen uns aufwärmen. Meine Kräfte sind erschöpft. Entweder wir suchen uns den Unterschlupf vom letzten Mal oder wir suchen eine Höhle. Ich weiß auch nicht. Ich habe kein Problem, bei dieser Kälte hier draußen zu übernachten, aber ihr scheint mir nicht gerade kälteresistent zu sein. Wir sind nicht für diese Temperaturen gemacht, wahrlich nicht. Wir folgen euch, wohin ihr auch geht. Ein Unterschlupf wäre erstmal das Beste. Nun, ich kann keine Verfolger blicken. Ich bin nicht sicher, ob die Orks uns folgen, aber früher oder später werden sie uns sicherlich finden, wenn sie das ganze Tal durchkämmen. Ich denke... Alekin wendet sich an dich, Aljana. Ihr müsst wissen, die Schwarzpelze, die im Sveltal leben, sie sind durchaus dafür bekannt, dass sie begabte Spurenleser, Jäger und Beutefinder sind. Sie werden nicht so einfach aufgeben. Und wenn dieser schauerliche Schamane so mächtig ist, wie ihr es angedeutet habt, dann werden sie lieber sterben, als mit leeren Händen zu ihrem Meister zurückzukehren. Sie werden nicht aufgeben mit der Suche, bis sie uns gefunden haben. Und sie haben sehr feine Nasen, diese Schwarzpelze, sehr... Deswegen lasst uns erstmal... Ich habe eine Art Schneehütte gebaut aus Eis. Vielleicht könnten wir dort Unterschlupf finden für die Nacht. Wo befindet sich diese Schneehütte? Weiter oben. Ein paar Stunden nordwestlich. Kurz bevor wir uns getrennt haben, ungefähr. Waren das wirklich Stunden? Simsa, das schaffen wir nicht. Ihr schafft das. Nein, das ist zu weit. Wollt ihr draußen lieber erfrieren? Wir müssen uns dringend irgendwie aufwärmen. Vielleicht machen wir kurz mal unser Flammenschwert an. Vielleicht lieber nicht, das erregt zu viel Aufmerksamkeit. Was sehen wir denn in der Umgebung? Naja, also ihr seid ja jetzt noch nicht allzu weit von dem Orkdorf oder wie wir das auch immer nennen wollen, entfernt. Also ihr guckt euch um und ihr seht eine typische Berglandschaft, wo die Baumwipfelgrenze noch nicht erreicht ist. Also viele Bäume, aber wenig Unterholz. Also es gibt kaum Büsche oder sage ich jetzt mal, Pflanzen, sondern es ist wirklich relativ karger Boden mit vielen Bäumen, viele Nadelbäume, die jetzt dort auch sind, die sich immer abwechseln mit Laubbäumen. Ja, und ansonsten gibt es nichts besonders Interessantes zu sehen. Also ihr könnt keine Klippe erkennen, keinen Höhleneingang finden oder sonstiges, was euch jetzt, ich sag mal, Unterschlupf gewähren könnte. Ja, also es gibt ein paar Bäume, die halt eng beieinander stehen, aber ansonsten sehen deine elfischen Augen jetzt nichts, wo du sagst, ah ja, toll, da können wir die Nacht jetzt richtig gemütlich verbringen. Ich habe halt auch nur noch 5 ASP. ich kann halt wirklich viel zaubern. Simsa. Also für dich, Simsa, ist es wirklich, du bist sehr, sehr sicher, dass, also dir zieht die Kälte wirklich in deine Knochen rein. Und obwohl du Ausrüstung mitgenommen hast, die halt, sag ich mal, schon deinem Kälteempfinden wohlgesonnen sind, merkst du doch wirklich, dass je länger du dich hier im Freien in der Kälte aufhältst, desto schlimmer wird es werden und desto weniger bist du auch von Nutzen für deine Kameraden. Also der Wunsch nach Wärme, einem Feuer oder ähnlichem wird in dir doch recht groß, weil am Ende des Tages glaubst du auch, was ist schlimmer, erfrieren oder die Gefahr entdeckt zu werden? Also wartet einmal. Wir brauchen das hier. Simsa bückt sich runter, nimmt sich einen Stein und wirkt seinen Flimflam-Zauber und macht sich erstmal einen schönen Handwärmer. Und den steckt er sich dann vor oben an die Brust so zum Wärmen. Kameraden, es hilft alles nichts. Ich dort vorne, vielleicht können wir in dieser Baumgruppe ein paar Äste zusammenstellen.
wenn ihr sagt, wir kommen nicht sehr weit mit diesem alten, knorrigen Mann. Hey, ihr müsst nicht gleich ausfallend werden. Könnt ihr nicht so ein Iglu hier an Ort und Stelle erschaffen und darin machen wir ein Feuer? Ich habe doch gesagt, mir fehlen die Kräfte dafür. Ihr meint, spricht Arlekin zu euch, dass wir dort hinten so eine Art Windschutz bauen könnten? So, es liegen genug Äste rum, wenn ihr alle mit anpackt, dann schaffen wir es. Nun, wenn das das Beste ist, was wir tun können. Ich bin an keinem Gasthaus vorbeigekommen, an dem es wohlig und wärmig wäre. Und bevor unser werter Magus den Kältetod stirbt, sollten wir vielleicht wirklich zusehen, dass wir uns irgendwie eine Art Behelfsunterschlupf bauen. Was kann ich tun, um zu helfen? Nun, sammelt die Äste da drüben ein. Und so versuche ich, dich so ein bisschen anzuweisen. Gut, dann mach doch mal bitte eine Probe auf Wildnisleben. Simsa packt mit an, er möchte sich bewegen, damit er nicht erfriert. 18, was er sonst 18, ja nicht tut, okay, da muss ich anpacken. Gucken. 4, Konstitution, oh. Ah, zum Glück haben wir noch etwas Lembas. Nicht geschafft? Nicht geschafft. Ihr werdet alle den Kältetod. Ich wähle eine schlechte Baumgruppe. Nee, die Baumgruppe, die du gewählt hast, die ist schon die dir ins Auge gefallen ist. Das Problem ist nur, dass es dir einfach nicht gelingen will. Welche Proben sind denn misslungen? Körperkraft. Körperkraft? Nee, warte mal, ich habe ja Konstitution. Dann ist es auch nicht genug. Also, du hast schon die richtige Stelle gefunden und es sind auch genug Äste da und die beiden Magier, die helfen dir auch beim Zusammensuchen der Äste. Das einzige Problem ist, dass ihr alle drei körperlich wirklich am Ende eurer Kräfte seid und so gelingt es euch einfach nicht, die Äste und dieses lose Blattwerk oder dieses noch vorhandene Blattwerk mit irgendwelchen Seilen behelfsmäßig so zusammenzubinden, dass es halt wirklich auch nur irgendwie im Entferntesten einen Unterschlupf und Schutz vor dem Wind bietet. Also ihr kriegt sie einfach mit eurer Kraft nicht zusammengedrückt und zusammengehalten, sodass es einfach nur aneinanderstehende Äste sind mit zu großen Lücken innen drinne. Aber nichtsdestotrotz, dieses Konstrukt, was ihr da jetzt aufgebaut habt, ist sowas wie eine Art, du kannst es dir so, oder ihr könnt es euch so ein bisschen wie so ein Gitter vorstellen, wo wenn ihr jetzt zum Beispiel sowas wie eine Plane hättet oder irgendwas, um diese Löcher zu füllen, dann könnte es immerhin noch behelfsmäßig helfen. Aber die Äste und die Sträucher, die ihr gefunden habt, alleine, die glaubst du nicht, dass die ausreichend sind, um Simsa durch die Nacht zu bringen. Arlekin, könnt ihr euren Umhang ausziehen und dann könnten wir den als Plane benutzen? Ja, aber dann... Also... Da habe ich nichts mehr, um mich vor der Kälte zu schützen. Der Wind ist das eine, aber es sind bestimmt minus 5 Grad, wenn ich jetzt ja, meinen Umhang... Kuschelt euch an Simsa und dann wird das schon. Wie wäre es, wie etwas Schnee? Ja, klebt das hier? Simsa versucht, Schnee zu nehmen und guckt, ob der bappt, ob man da irgendwas draus formen kann. Ja, also du schaffst es schon, dass der Schnee so zusammenbappt. Und du legst ihn auf diesen ersten Gitterstab und er plumpst wieder raus. Also, du hast einfach, der hält einfach nicht auf dem Ast. Ach, Simsa, geh mal zur Seite. Ich versuche auch ein bisschen Schnee hochzuschieben und so ein bisschen von unten anfangen zu bauen und nicht von der Mitte aus. Seidlose Unterstellung, natürlich habe ich oben angefangen. Unten, ja. Also ihr versucht quasi an diesen Gitterstäben so eine Art Schneewand zu bauen. So ein bisschen. Und ja, ich hatte so die Eingebung irgendwoher gehabt, dass ich das tun könnte. Und deswegen probiere ich das. Ja. Ich habe ja okay. Auch noch ein paar Felle dabei. So wahrscheinlich was für Felle? So. Ja, wahrscheinlich so Fuchsfelle oder sowas. So Schneefuchsfelle oder irgendwie sowas in der Art. Die könnte ich da noch so ein bisschen drapieren. Okay. Aber ich weiß nicht, wie auffällig das ist, wenn man als Ork da so eine Schneehütte mit Fellen draußen. Also eins steht fest, wenn die Orks dieses Gebilde entdecken, dann wissen die, das ist so nicht gewachsen. Das kennen wir hier nicht. Also dann wissen die schon, dass das nicht natürlich ein Ursprung ist. Ne? Also das ist gut, klar. Dann ist egal. Dann kann ich auch die Felle da rauffliegen. Okay, also ihr packt alle gemeinsam mit an und versucht mit dem Schnee, der halt immer in den letzten Stunden immer stärker geworden ist. Zum Glück habt ihr auch genügend Schneemassen, um anzufangen, so eine Art Mauer an diesem Geäst-Gitter hochzubauen, sodass es halt nicht direkt wieder einstürzt. Und ihr seid auch eine Weile beschäftigt und es nimmt langsam Gestalt an. Also es ist jetzt keine feststehende Wand, aber es ist doch so eine, ich sag mal, 2-3 Schritt große Fläche, die ihr geschafft habt,
aber dabei vergeht natürlich ein bisschen Zeit. Und das gibt uns jetzt die Möglichkeit, einmal wieder zurückzuspringen in das Zelt des Schamanen, in dem eine kleine weiße Taube unentdeckt auf einer Schnur sitzt, auf einer Leine sitzt und die merkwürdigen und gruseligen Geschehnisse, die innerhalb dieses Zeltes vonstatten gehen, versucht zu beobachten. Fiolin. Ja. Du sitzt sag auf... Gur, gur. Vorsicht, möchtest du das wirklich sagen? Ja, mehr davon, Heiko. Ich habe keine Guru-Sounds. Es gibt keine Tauben-Sounds. Moment, wenn du mich schon so fragst, dann nein. Also, um es für dich nochmal kurz die Szene kurz zu beschreiben. Du sitzt halt auf dieser Schnur und guckst in das Innere des Zeltes. Du bist ja da reingeflogen und hast dir deinen Weg als Taube gebahnt und du siehst, dass der Schamane, der Gefürchtete, das Kind der Nacht in seinem Zelt angefangen hat, Räuchergefäße oder Räucherkerzen, das hast du nicht so genau gesehen, also er hat irgendwas angezündet, wodurch halt sich angefangen hat, dichter Rauch zu bilden in diesem Zelt und du sitzt nun dort ganz regungslos in der Hoffnung, dass dich der Schamane nicht bemerkt und wartest gespannt, was als nächstes passiert und du siehst, dass der Schamane, nachdem der Rauch etwas dichter geworden ist, anfängt, sich zu entkleiden. Und er zieht seine Klamotten aus, also seine Pelzumhänge aus, er zieht seine Ledersachen aus und steht tatsächlich nur noch in so einer Art Lendenschurz, mit dem Rücken allerdings zu dir. Und du siehst, dass sich ganz, ganz viele, nicht Tätowierungen, aber Malereien über seinen Rücken ziehen und die verschlungensten Muster quer über den Körper die verschiedensten Symbole bilden, die du allerdings nicht zu deuten weißt und auch nicht kennst. Und der Schamane fängt an zu singen in seiner gutturalen Sprache, die du ebenfalls leider nicht verstehst. Und du wünschst dir ein wenig, dass jemand da wäre, der bloß diese Sprache verstehen könnte. Aber es bleibt dir nichts anderes übrig, als zuzusehen, wie der Schamane seinen Singsang fortschreitet. Und auf einmal bückt er sich ganz, ganz langsam zur rechten Seite runter. Er hat einen Lendenschurz um. Man sieht nichts. Ach so, hast du gesagt. Wilder. Er bückt sich zu seiner rechten Seite und dort siehst du einen großen Tonkrug. Also so ein bauchiges Tongefäß, was auch sehr verziert ist mit ganz vielen ähnlichen Mustern, wie sie auch auf dem Rücken des Schamanen zu finden waren. Und er öffnet dieses Tongefäß und greift mit einer Hand hinein. Möchtest du etwas unternehmen? Oder möchtest du weiter einfach nur zugucken, was passiert? Genau, aktuell gibt es keinen Grund, sich zu bewegen oder Aufmerksamkeit zu erregen. Also, du siehst zu, wie der Schamane sich hinabbeugt und seine Hand tief in diese Urne oder in diesen Krug hineinsteckt und einen Gegenstand rausholt oder ein Objekt aus dieser Urne herausholt. Und jetzt möchte ich dich mal bitten, eine Probe zu machen auf... Gibt es Anatomie? Na, am ehesten wahrscheinlich noch als Heilkunde Wunden. Machen wir eine Probe auf Heilkunde Wunden. Ich glaube, eine andere... Ja. Da bist du ja nicht so gut, ne? Ja, aber es sieht super aus. 8, 9, 3, das sollte klappen. Okay. Also du... Qualitätsstufe 2. Okay, also du bist starr vor Schreck, als du erkennst, was der Schamane dort aus dieser Urne geholt hat. Denn obwohl du noch ein paar Schritte entfernt bist, kannst du doch durch die Augen der Taube erkennen, dass es ein menschliches Herz ist, was der Schamane aus dieser Urne herausholt. Und er nimmt dieses Herz, führt es vor sein Gesicht und auf einmal hörst du ein reißendes Geräusch und darauf dicht gefolgt Kaugeräusche und ein Schmatzen. Und du kannst dir vorstellen, was passiert und im nächsten Augenblick siehst du auch, was passiert, weil der Schamane sich umdreht. Und zu deinem Glück hat er dich nicht gesehen, denn er ist fast in so einer Art Trance. So sieht es zumindest aus. Er guckt
komplett ins Leere. Also sein Blick ist vollkommen leer und er hat auch aufgehört, inzwischen seinen Singsang von sich zu geben. Und dieses Herz, aus dem er einen dicken Bissen genommen hat, das Blut läuft ihm über das Kinn und das Herz, das siehst du auch, das ist nicht alt und vertrocknet, sondern es ist noch frisch und blutig. Und diese Blutlinien, die dem Schaman übers Kinn laufen, tropfen auf seine Brust. Und in diesem Augenblick erkennst du etwas durch den Nebel. Denn als diese Blutlinien eine bestimmte Stelle des Schamanen auf der Brust berühren, fängt dieses an zu leuchten. Und es pulsiert in einem roten Licht und du siehst, dass eine Art, du kannst es nicht genau erkennen, es könnte aus Glas sein, es könnte aber auch Stein sein, ein kleines Objekt, ungefähr nur so groß, aus der Brust des Schamanen ragt und dieses glasähnliche Objekt pulsiert in einem roten Licht, das an die Farbe von Blut erinnert. Und dieses Objekt befindet sich nicht wie eine Halskette auf der Brust des Schamanen, sondern es ist in die Brust des Schamanen hineingebohrt. Also es sieht so aus, entweder als ob er sich das mal selbst da reingerammt hätte oder als ob irgendjemand es ihm eingepflanzt hätte in einer Operation oder in einem merkwürdigen Ritual. Aber dieser Gegenstand fängt halt an zu pulsieren. Und die ganze Szenerie ist extrem, extrem gruselig und unheimlich. Und deshalb möchte ich an dieser Stelle, dass du mal eine Willenskraftprobe machst. Also das heißt, er muss. Das heißt, der Schamane muss zwei Splitter mindestens haben. Also trotz dieses abscheulichen Anblicks, der sich dir da bietet, schaffst du es tatsächlich nicht laut aufzugurren und nicht mit deinen Flügeln wild zu flattern und du bekommst keine Panik, sondern gerade vielleicht deine Ausbildung zur Mabo-Priesterin hat dir ja auch geholfen, das menschliche Elend, das körperliche Elend, das seelische Elend wahrzunehmen, zu akzeptieren und damit umzugehen. Und vielleicht war es das, was es dich und deiner jetzigen Situation gerettet hat, dass du halt eben nicht in Panik ausbrichst und der Schamane nichts von dir mitbekommt. Dieses Ritual, was der Schamane vollzogen hat, indem er ihm dieses Herz gebissen hat, scheint aber auch langsam abzuklingen, denn du sitzt hier, hast dir das Ganze jetzt ein paar Minuten lang angeguckt und angehört und so langsam aber sicher beginnen die Räuchergefäße oder diese Rauchschwaden immer weniger zu werden und der restliche Rauch oder der ganze Rauch, der sich im Zelt verbreitet hat, der beginnt langsam aber sicher abzuziehen und dementsprechend wird auch die Sicht wieder besser, sodass du nun auch wieder einen Blick auf Aslaif erhältst und auf den Boron-Priester, die beide gefesselt und geknebelt im Schamanenzelt liegen. Und beide zu deinem Glück, obwohl du Aslaif zum Beispiel ja nicht so gut kennst, scheinen beide noch am Leben zu sein und ihnen fehlt auf jeden Fall kein Herz, sodass du zumindest nicht davon ausgehen musst, dass einer von den beiden für dieses Ritual missbraucht wurde. Aber du fängst dir langsam an, Sorgen zu machen, denn jetzt, wo der Rauch sich langsam wieder lichtet und auch der Schamane in seinen Bewegungen ruhiger wird und langsam wieder zu sich findet und wieder ein klarer Blick in seine Augen beginnt zu kommen, machst du dir langsam Gedanken darüber, ob es immer noch eine gute Idee wäre, hier von dem Schamanen entdeckt zu werden. Denn eine weiße Taube in seinem Zelt, die trotz des ganzen Rauches und Lärms ganz ruhig auf einer Schnur sitzt, ich glaube, das wäre vielleicht dann nicht das Beste. Absolut. Ich glaube auch, ich habe genug gesehen und ich weiß auch nicht, wie geduldig der Ork ist da an der Toilette. Deswegen. Nimm Arlekins Stab mit. Ich mach den Abflug. Nee, der Stab. Ich versuche, in die Öffnung zu flattern. Ja. Dann mach mal eine Probe auf Verbergen, bitte. So, Mut kommt von mir. Intuition auch. Auch bestanden. Und jetzt Gewandtheit. Das kommt von der Taube und ist auch bestanden. Jetzt freue ich mich natürlich. Fertigkeitswert wird dann wahrscheinlich meiner sein. Ja, wie Geweihte steht hier. Okay, ja, cool. Ja, dann ist es Qualitätsstufe 2. Okay. Also, dir gelingt es gerade noch rechtzeitig, deinen Mut zusammenzunehmen und die Chance zu ergreifen, die sich dir bietet, als der Schamane sich erneut
umdreht und sich runterbeugt zu diesem Tongefäß und das Herz zurück an Ort und Stelle legt, vielleicht für einen anderen kurzen Snack zu einer anderen Zeit. Und diese Situation reicht dir aus, um deinen Mut zusammenzunehmen, deine Flügel zu spreizen und dich in die Lüfte zu erheben, um dem Zeltausgang, also dieser Öffnung, entgegenzuflattern. Und dir gelingt es, unbemerkt das Zelt des Schamanen wieder zu verlassen, nur um im nächsten Augenblick von einer Windböe erfasst zu werden. Denn was du in der Zeit nicht bemerkt hast, ist, dass der Schneefall und die Witterungen draußen außerhalb des Zeltes, während du dort drin warst, sich deutlich verschlechtert haben. Die Sicht ist schlechter geworden, es ist windig, es schneit sehr stark und das hast du alles nicht mitbekommen und deshalb trifft dich erstmal diese Böe und bringt dich ein bisschen ins Trudeln. Aber nach dieser ersten nach dieser ersten Schrecksekunde kannst du dich wieder fangen. Okay, dann segel ich ab zum Toilettenbusch. Du segelst in Richtung Toilettenbusch. Und das ist ja so ein bisschen südwestlicher Richtung, wenn ich das jetzt noch richtig auf meiner Karte hier identifiziere. Und du segelst also und flatterst in Richtung des Toilettenbusches. Und dadurch, dass der Schneefall relativ stark ist, musst du auch ziemlich nah rangehen an die an das Örtliche, um zu erkennen, was dort passiert. Und dir bleibt fast das Herz in der kleinen Taubenbrust stehen. Denn was du siehst, gefällt dir überhaupt nicht. Aber wir gehen erstmal wieder rüber zu unseren anderen Kameraden, die in der Anbeginn der Nacht verzweifelt versuchen, aus Schnee und Ästen eine Wand hochzuzimmern, was ihnen auch ganz gut gelungen ist, um zumindest dafür zu sorgen, dass der immer stärker aufkommende Wind nicht Simsa sofort in einen Eiszapfen verwandeln lässt. Ich stehe draußen und begutachte das Werk. Hoffentlich hält das Ding auch gegen den Wind stand. Sieht ja gar nicht so übel aus. Viel Platz ist da drin nicht, aber... Naja, drin kann man gar nicht genau sagen. Also es ist kein Haus, sondern es ist eher eine Wand, die ihr aufgebaut habt, um gegen den Wind zu schützen. Also es ist eher wie so eine Art... Ihr kennt es vielleicht vom Strand, wenn da jemand nicht eine Muschel, sondern diese Strandplanen, die so eine Sichtschutz sind. Also es ist quasi nur in eine Richtung, es ist natürlich höher. Entgegengesetzt des Windes. Genau, also so, dass er halt quasi den Wind abhält. Kalt ist es natürlich immer noch. So ein schöner Waldbrand wäre eine Möglichkeit. Ne? Lasst uns diesen Baum anzünden. Vielleicht wärmt das ausreichend. Ob das ausreichen wird, wir sind sehr skeptisch. Simsa hat sich inzwischen einen weiteren Handwärmer gebastelt und den in seine Brust Vorderseite gesteckt. Um sich ein bisschen halt weiterhin zu wärmen. Ja, es hilft auch über die schlimmsten Zitteranfälle hinweg, aber nichtsdestotrotz glaubst du immer noch, dass hier wirst du keine Nachtruhe finden. Also Es ist immer noch kein Ort, in dem du jetzt, es ist jetzt vielleicht so 18 Uhr oder sowas, 17, 18 Uhr, du kannst hier keine 12 Stunden verbringen, ohne dass es zumindest Schäden bei dir hinterlassen wird. Das mag für das Erste ganz nett sein, aber wir brauchen einen besseren Unterschlupf. Aliana, könnt ihr nicht noch einmal die Gegend absuchen, ob es hier eine Höhle gibt oder sowas? Und wir warten hier derweil. Also ich glaube kaum, dass es hier etwas Besseres gibt als das, was wir gebaut haben. Schaut euch die Umgebung an. Und eine Höhle zu finden, das war wirklich ein Glücksfall. Aber dafür fehlt uns die Zeit. Und ich muss mich auch ausruhen. Wenn wir irgendwie Fiolin und die anderen Dorfbewohner noch retten wollen, dann brauche ich meine Kraft. Apropos Fiolin und eure Kameraden, wendet sich Arlekin an euch. Was haben wir für einen Plan? Der Schamane ist immer noch im Besitz eines Splitters. Er weiß, dass wir hier auf der Flucht sind. Und die Orks werden keine Ruhe geben, um uns zu fassen. Selbst wenn es uns gelingt, diese Nacht hier irgendwie ohne Erfrierungsschäden zu überstehen... Was ist unser Plan? Wir können nicht hier uns eine Bleibe aufbauen und gucken, was der Tag bringt. Wir müssen handeln, wir müssen einen Plan schmieden. Wir müssen irgendetwas tun. Verzeiht, aber bei dieser Kälte sind wir nicht in der Lage, klar zu denken. Wir müssen uns um unser eigenes Wohl kümmern, bevor wir uns um die Gefährten, die... Verzeiht. Unseren Freund kümmern können. Simsa, ruht euch aus, legt euch hin oder setzt euch da hin. Ihr seht nicht gut aus.
Nein, nein, wir setzen uns hier hinter die Wand. Arlekin, ich weiß nicht, was ihr noch in Erfahrung bringen konntet, sonst noch im Lager, aber ich habe das jetzt den letzten Tag beobachtet und es scheint kaum eine Chance zu geben, sie frontal anzugreifen oder... Das, ich weiß auch nicht. Also, das wäre Wahnsinn. Im Schutz der Nacht könnte man vielleicht ein, zwei noch befreien, aber... Ich kann mir nicht vorstellen, dass... Schaut euch um, Aljana. Simsa ist am Ende seiner Kräfte. Und auch wenn ihr immer noch bezaubernd seid, auch euch sieht man die Erschöpfung an. Wir werden bei einem Frontalangriff... Das wäre blanker Wahnsinn, das können wir nicht... Wir brauchen eine List, aber die Orks sind auf der Hut. Es ist zum Verzweifeln. Eine List oder Verstärkung? Von was für einer Art Verstärkung? Ich weiß es doch auch nicht. Samine und Jan sind auch verschwunden und dieser Dorfbewohner, der noch entführt wurde. Wir könnten auf die Suche nach ihnen gehen, aber dann müssten wir Fiolin und die anderen länger im Dorf zurücklassen. Es schien jetzt nicht... Akute und Fiolin hier bei den Orks auf sich alleine gestellt zurücklassen. Ich kann mir nicht vorstellen, Ich habe keine bessere Idee. Was sollen wir denn tun? Ich könnte mich ein wenig ausruhen. Dann könnte ich mich unsichtbar machen und vielleicht ein, zwei Dorfbewohner noch befreien im Schutze der Dunkelheit. Simsa, was macht ihr da? Ja, wir ziehen uns nur ausreichend warm an. Es ist eine Furchtbarkeit. Nun, lass uns die Nacht abwarten. Arlekin, es wäre gut, wenn ihr die erste Wache übernehmt. Ich ruhe mich ein paar Stunden aus und dann werde ich die restliche Nacht übernehmen. Gut, ich werde tun, was ich kann, obwohl ich bei diesem Schneegestöber beim besten Willen nichts erkennen kann. Also, ich werde versuchen... Das könnte ein Glück für uns sein. Dann finden uns wahrscheinlich die Orks auch nicht. Ein Glück oder ein Pech, das wird sich noch herausstellen. Aber wie gesagt, Aljana, mir fällt nichts Besseres ein, als erst einmal dafür zu sorgen, dass wir irgendwie diese Nacht überstehen. Und dann vielleicht bringt der neue Tag einen neuen Hoffnungsschimmer mit sich. Ich werde die erste Wache übernehmen und euch wecken, sobald mir die Augen zufallen werden. Oder die Müdigkeit und Erschöpfung mich überkommt. Und ich werde mich um unseren Markus kümmern, dass er nicht zu einer Eissäule... Arlekin, wir möchten euch nicht zu nahe treten, aber wäre es für euch wir würden uns gerne an euch kuscheln. Ja. Uns ist so schrecklich kalt. Unter Kollegen. Nun, in... Ihr wisst, Körperwärme... Ach. Ja, ihr habt vollkommen recht. Es ist nicht die Zeit, um über moralische Standpunkte zu philosophieren oder zu... Simsa, mir kommt noch eine Idee. Ja, ich weiß nicht, wie sinnvoll... Ich möchte euch nicht zu nahe treten, aber ich weiß nicht, wie sinnvoll ihr in einem Kampf gegen den Schamanen sein werdet. Aber vielleicht könnt ihr in Vogelform etwas Hilfe holen. Vielleicht bei den Dorfbewohnern oder... Leider. Die Zigeunern, die da angekommen sind, Ihr habt uns doch gesehen in Vogelform. Uns blieben nicht mehr sehr viele Federn. Wir würden in diesem Sturm nicht sehr weit kommen und außerdem würden wir noch schneller erfrieren als so. Denn als Vogel können wir uns nicht anziehen. Wir sind nur eine kleine, gerupfte Krähe. Das hat nicht viel Aussicht auf Erfolg. Glaubt nicht, dass uns die Idee nicht auch schon gekommen wäre, uns irgendwo zu verkriechen als Vogel, oder? Aber nein, das hat keinen Zweck. Eher zünden wir unser Flammenschwert an. Also, während ihr darüber diskutiert, ob es nicht vielleicht doch eine andere Lösung gibt, springen wir erst einmal wieder zu unserer weißen Taube Fiolin, die sich ja geschmeidig hier durch den stürmischen Winter gepflügt hat und nun am Orte des Geschehens, wo sie ihre Notdurft eigentlich verrichten wollte, sich wieder nähert. Und der Schreck, der dir in dein kleines Taubenherz fährt, wird auch jedem Zuschauer sofort offensichtlich, denn du siehst deinen Herren an dem Orte stehen, wo du dich zu deiner Notdurft noch hingehockt hast. Und du siehst ihn aufgeregt im Kreis laufen und zu deinem Glück hat der neu gefallene Schnee
halbwegs gut deine Spuren verborgen, sodass er die Spuren, die in das Gebüsch führen, wo du auch deine Sachen zurückgelassen hast, offensichtlich nicht findet oder zumindest bisher noch nicht. Aber du siehst sehr wohl aus der Luft heraus, dass er wie wild im Kreis stapft und sucht und guckt und auch anfängt zu rufen. Wo ist sie hin? Das ist eine Zauberei. Ich muss dem Schaman Bescheid sagen. Und damit stapft er da noch ein paar Runden und guckt, ob er vielleicht nicht doch nur irgendwie seinen Augen nicht glauben kann. Aber du hast nicht das Gefühl, dass er nicht mitbekommen hätte, dass du weg bist. Ah, ob das so klug wäre, dem Schamanen zu sagen, dass ihm eine weitere Sklavin entkommen ist? Ja, es ist auch gar nicht auffällig. Also am besten einfach nicht Bescheid sagen und so tun, als ob alles gut ist. Ja, ich fliege, ich mache einen Bogen und fliege in das Zelt, in das ich eigentlich untergebracht bin. Du willst also wieder zurückfliegen in das Zelt, in dem du eigentlich untergebracht bist? Ja. Also in sein Zelt? Ja, von meinem Herrn quasi. Weil okay. Mir ist klar, da draußen in der Wildnis, ich würde erfrieren. Also. Du, das ist deine freie Entscheidung. Du kannst tun und lassen, was immer du willst. Weil wenn ich mich zurückverwandle, bin ich nackt. Und wir hatten noch keinen echten Heldentod. Also du fliegst wieder zurück in das Zelt. Es war das links direkt und oder rechts unter dem Häuptlingszelt, ne? Nee, direkt unten. Ja, ganz unten. Links. Ja. Genau. Gut, also genau, du fliegst in die Richtung, wo auch Darian war. Und du fliegst rein oder du landest vor dem Zelt oder willst du als Taube reinfliegen? Nee, ich würde schon versuchen, als Taube reinzukommen. Okay, das wird dir nicht so einfach gelingen, weil die Plane vom Eingang zugezogen wurde, um sich gegen den Schnee zu schützen. Du könntest jetzt versuchen, genauso wie bei dem Zelt vom Schamanen halt oben durch die Öffnung zu fliegen, wo halt auch Rauch rauskommt, weil auch in diesem Zelt wurde natürlich mittlerweile Feuer angezündet, um sich gegen die winterliche Kälte zu schützen, weil auch Orks verspüren durchaus Kälte. Aber ja. durch den Eingang, der ist zu. Also als Taube würde es dir schwerfallen. Na, dann versuche ich es oben rein. Okay, also du fliegst als Taube in Richtung des Eingangs und dir kommt der Qualm entgegen und der Rauch und du würdest husten, wenn es gehen würde, aber dein taubischer Körper lässt so etwas nicht zu und du fliegst runter in diese Öffnung und im Zelt ist es tatsächlich hell, du kannst alles sehen, weil in der Mitte des Zeltes das Feuer brennt, was aufgeschichtet wurde, um die Nacht ein wenig draußen fernzuhalten. Und du siehst aber ansonsten keine Menschen- oder Orkenseele in diesem Zelt. Sehe ich meinen Rucksack? Ja, dein Rucksack ist da noch. Ja, den hat ja mein Herr. Den hat er da abgestellt, ja, an seiner Pritsch oder an seinem Lager. Mhm. Pack also ihn den in hat er jetzt Krallen nicht, und flieg davon. Den hat er jetzt nicht versteckt oder so. Der ist viel zu schwer. Nee, ach du, ich lande da und verwandle mich zurück. Okay, wie lange dauert es? Nur ein paar Sekunden, ne? Tatsächlich habe ich nachgeguckt, ich konnte es jetzt nicht entdecken. Also die Verwandlung hat ja ein paar Minuten gedauert, also wird es auch ein paar Minuten dauern. Also das ist jetzt nicht sofort in einem Moment passiert. Okay, also du verwandelst dich langsam zurück in deine menschliche Gestalt und während dieser Verwandlung ist deine Sinneswahrnehmung bei dem, was sich drumherum abspielt, natürlich auch ein bisschen eingeschränkt, weil dein Körper sich halt verwandelt und deine ganzen Sinne sich erst wieder zurückbilden und wieder neu ordnen müssen. Aber nach, ich würde mal schätzen, 30, eine Minute bis anderthalb Minuten, wenn dein Zeitgefühl nicht sich trügt, hörst du, dass draußen Rufe laut werden. Du kannst es nicht, dafür reicht deine Sinnesschärfe im Augenblick noch nicht aus, um zu verstehen, worum es geht. Aber du hörst aufgeregtes Rufen. Du verwandelst dich weiter. Und just in dem Augenblick, wo du sozusagen deine letzten Federn verlierst, öffnet sich der Zelteingang
und ein völlig echauffierter, wie hieß der nochmal? Hatte der einen Namen? Haben wir dem einen Namen gegeben? Ja, ja. Der Ork, der dir, bei den habe ich, den habe ich nicht auf der... Den haben wir immer Priester, den haben wir immer Rikai-Priester genannt. Das war Rikai-Priester. Das war der Rikai-Priester. Ja. Und die Zeltplane oder die Eingangsplane wird zur Seite gerissen und der Rikai-Priester, dein Herr und Meister, stürmt in das Zelt hinein und kriegt auf einmal ganz, ganz große Augen, weil er natürlich dich dort stehen sieht, nackt. Mitten im Zelt, nackt, vor dir auf dem Boden sieht er keine Fußspuren, er hat auch keine Fußspuren gesehen, die in das Zelt geführt haben. Aber das vielleicht schiebt er noch seiner Aufgeregtheit zu. Aber du siehst auf jeden Fall, wie ihm fast die Augen aus dem Kopf fallen und er dich anschreit. Wo du gewesen? Auf Toilette. Du nix Toilette, ich nix gefunden. Ja... Wie nix gefunden. Du spielst ein Spielchen mit mir. Nein, ich brauchte Blattwerk zum... Ihr wisst schon. Ich möchte darüber nicht reden. Ich bin danach hierher gelaufen. Ich geguckt, du nix hast gemacht im Busch. Nix Blatt, nix abwischen. Du Lügnerin. Du Verheimlichen. Naja, aber ich weiß doch, ich habe abgemacht. Ich bräuchte nur was Neues anzuziehen. Ich habe mich schmutzig gemacht. Wo deine Kleidung? Ja, irgendwo da drüben noch. Ich bräuchte mach neue doch mal Kleidung. Bitte. Ich habe in meinem Rucksack noch einen Umhang. Darf ich den bekommen? Mach doch mal bitte eine Probe auf... Gauklerei? Ich hab mich voll geschissen. Was würdet ihr da sagen? Gaukelei oder so? Weil du versuchst mir schon was vorzuspielen. Also überreden also, ist es glaube ich nicht. Weil es ist ja schon eine ganz schön dicke Lügengeschichte, die du ihm da auf... Du willst ihn ja nicht überreden, dass er dir glaubt oder so. Sondern es ist ja schon eine Schauspieleinlage, die du da machst, würde ich fast sagen. Oder? Wie seht ihr das? Also, ja. Überreden ist tatsächlich Lügen irgendwie. Das ist offensichtlich eine dreiste Lüge, würde ich auch sagen. Aber Lügen, ey, das ist ja. Huh. Also, eine Lüge ist sowas wie: Nee, ich habe nicht gesehen, wo dein Hund hingelaufen ist. Hier ist es ja ganz offensichtlich, dass es quasi. Okay, aber mach auf Überreden, aber erschwert um eins, weil er doch sehr misstrauisch ist. Ah. Mhm. Mal zwei weg. Intuition. Heiko hat echt so ein Pech, es ist alles gerade so aussichtslos bei ihm. Ah. Ich hab's gerade so geschafft. Ja, und bei uns nicht, oder was? Schon doch. Okay, gerade also so. Du versuchst ihn also davon zu überzeugen, dass du irgendwie deine Not doof gemacht hast und... Vielleicht dich übersehen im Schnee, aber ich auch nichts riechen und keine Fußspuren. Wieso keine Fußspuren? Ich mache auch nur so kleine Haufen. Keine Fußspuren. Nur kleine Kötel. Du doch Gespenst, du Geist, du Zauberin, du Hexe. Nein, das ist Schamanin. Schamanin, ja? Nix Schamanin. Schamanen haben Füße. Du nix Füße. Und er zeigt auf deine Füße und... Zeigen Füße. Ich zeige ihm meine Füße. Und er guckt sich deine Füße an. Du, mitkommen! Machen Fußspuren! Und er zerrt dich an dem Arm nach draußen in den Schnee und so nackt wie du auch bist. Und du siehst jetzt auch, dass er nicht alleine gekommen ist, sondern zwei Ork-Krieger Wache bezogen haben vor seiner Tür. Und offensichtlich ja mit ihm mitgekommen sind. Und er zeigt nochmal auf den Boden. Mach Spuren! Ja doch. Ich mach Spuren. Ja. Ich lauf da rum. Und mir ist kalt. Also ich bin zwar etwas kälteresistent, aber ich glaube, dass mir so langsam, so ohne Kleidung... Dir ist kalt. Also
ich gehe nicht auf die körperlichen Zustände ein, die da jetzt passieren eventuell, aber die ist sehr kalt. Aber für ein paar Augenblicke wirst du das auf jeden Fall noch durchhalten. Aber du siehst, dass, obwohl er nicht genau weiß, was für ein Spiel du spielst, empfindet er die ganze Situation doch als extrem unglaubwürdig. Hier Spuren. Drüben bei Malkaka keine Spuren im Schnee. Du Verheimlichen. Aber du, das war doch ein Schneesturm. Schamane. Der Schneesturm hat die Spuren weggemacht. Der Wind. Und er zeigt auf die Spuren. Spuren nicht weg im... Ich Ork, ich Rikai Priester, ich erkenne Spuren auch im Schnee. Hier Zauberei am Und er du siehst richtig, wie seine Gedanken in seinem Kopf, die Adern hier auf der Stirn hervortreten und er einfach nicht die Situation begreift. Er kann einfach nicht verstehen, was passiert ist. Er deutet auf die beiden Wachen. Ihr bewachen diese Geistfrau und ich suche einen Kacker. Und er will sich aufmachen, um nochmal zum Ort der Notdurft zu gehen. Okay, ja. Gut, wenn er das Zelt verlassen hat, schaue ich mich um. Ihr seid immer noch draußen alle. Ihr steht alle draußen noch außen. Also die Wachen stehen draußen vor dem Zelt. Du warst ja da und hast deine Fußspuren gemacht. Und er stürmt jetzt davon in Richtung Kaka. Und du stehst jetzt draußen im Freien mit den beiden Wachen. Ich zeige so, es ist kalt ins Zelt. Zelt ist kalt. Die grunzen nur und nicken dir zu. Okay, dann gehe ich ins Zelt. Geh okay. Zu meinem Rucksack und krame in dem Rucksack rum in der Hoffnung, halt ein bisschen was noch zu finden. Ich weiß ja nicht, was noch übrig ist von dem, was mal drin war. Da ist noch alles ja drin, was... Also du hast alles, was du da in dem Umhang hattest, bis auf deine Geldbörse, falls die da drin war, die ist weg. Aber ansonsten findest du eigentlich noch alles da drin. Das Essen ist auch weg. Also alles, was auf den ersten Blick nach Geld, Gold oder Glitzern aussieht, hat er eingesteckt. Aber Kleidung und sowas ist alles noch drin. Dann wahrscheinlich drin. Auch das Amulett der Marbo, ne, was ich bekommen hatte. Das hat er ist auch halt nicht angefasst, nee. Nee? Damit kann er nichts anfangen. Also er hat sich vielleicht cool. Mal angeguckt, aber es ist auf jeden Fall noch da. Alles klar. Dann nehme ich auf jeden Fall einen Rock und Unterkleid, einen Umhang und eine Bluse. Also so, das ist so quasi mein Alltagsoutfit, wenn ich nicht in meiner weißen Lederrüstung unterwegs bin. Dann ziehe ich das an. Aber meine Lederrüstung liegt natürlich da hinten im Busch. Die ist da, wo Kaka nicht ist. Genau. Aber dann habe ich wenigstens jetzt wieder was an. Mit einem Umhang drüber, was mich so halbwegs wärmt. Wenn auch das keine Rüstung mehr ist, ne? Aber besser als nichts. Okay, und du wartest ja jetzt angezogen, ja? Ja. Okay. Ich setz mich da hin. Gut. Ans Feuer, ich mach das Feuer ein bisschen und versuche mich ein bisschen auszuruhen, weil ich mache mich darauf gefasst, dass da noch was kommen möge. Ja, nach einiger Zeit, also es dauert gar nicht lange, so du sitzt da in diesem Zelt und versuchst dich aufzuwärmen und der Dinge zu harren, die da auf dich zukommen. Und nach wenigen Minuten, du kannst es nicht genau abschätzen, stürmt der Priester wieder in das Zelt hinein und schaut dich ganz wutentbrannt an. Nix, Kacker. Dort nix, Kacker. Ich gerochen, ich gesucht. Nichts. Du hast keine Kacker gemacht. Was du spielst für Spiel, Geistfrau. Aber ich bin doch hier. Was sollte ich machen? Du jetzt hier, aber du nicht eben hier da. Keine Fußspuren, die wegführen. Keine Fußspuren hinführen. Keine Kacker. Nur deine Sachen. Und er zieht hinter seinem Rücken deine Klamotten, die du dort zurückgelassen hast. Mhm. Also deine weiße Lederrüstung, dein Gürtel, wo auch dein Dolch,
mal, war der an deiner... den Dolch haben sie ja. Aber eine Dolchscheide. Die Dolchscheide. Also du hast dein Gürtel, alles, was du dabei hattest, hält er dir hin. Du spielen Spielgeistfrau. Du Hexe, du. Wieso ausziehen, mitten im Winter, um zu machen Kacker? Dann nicht machen Kacker, dann keine Fußspuren, dann weg und jetzt hier. Das ist Hexerei, das ist... Du schwindelst, du Lügnerin, du Betrügerin. Aber wenn ich euch betrügen sollte, warum bin ich dann hier? Ich hätte ja auch gehen können, wenn ihr glaubt, ich wäre dazu imstande. Du führen im Schilde etwas, du nicht ehrlich. Du kein gutes Ergoch. Du bleib hier. Ich will von euch lernen. Du nix lernen. Du nicht vertrauenswürdig. Du bleibst hier, Geistfrau. Und der Schamane wird entscheiden, was passiert mit Geistfrau, mit Bleichfrau, die keine Fußspuren macht und nix Kacker. Will lernen, richtig Kacker machen. Und damit dreht er sich wieder weg von dir, nimmt deine Sachen, alle, die er in der Hand hatte, und stapft wieder davon. Du kannst nicht sehen, in welcher Richtung, aber dir kommt langsam, aber sicher in den Sinn, dass er dir nicht glauben wird. Also dein Ziel zu verfolgen, dass du sein Vertrauen gewinnst womöglich oder einen Verbündeten findest hier im Dorf, in dem du Orks heilst, das merkst du langsam aber sicher, dass dieser Plan nicht aufgehen wird. Gut, wir springen wieder an unser Winterweihnachtswunderland, in dem sich Aljana versucht hat, schlafen zu legen, was ihr auch erstaunlich gut gelungen ist, denn die Erschöpfung war auch ihr wirklich ins Gesicht geschrieben. Und so sind es nur noch Simsa und Arlekin, die gemeinsam an diesem notdürftigen Windschutz ausharren in der Kälte der Nacht. Und Simsa, du hast zwar versucht, dich auszuruhen, aber du merkst einfach, dass dir so bei dieser Kälte kein Schlaf möglich sein wird. Und von Erholung kann nicht die Rede sein. Arlekin, würde es euch was ausmachen, wenn wir euren Mantel ein wenig zur Seite schieben? Wir müssten etwas näher an euch heranrücken. Wisst ihr, Haut an Haut ist noch besser als durch die Kleidung hindurch. Gern würde ich euch helfen, aber mir selbst ist auch nicht gerade warm und sich an einem Eiszapfen zu reiben um die eigene Körperwärme, das hat doch alles keinen Sinn. Wir werden hier jämmerlich erfrieren. Diese Elfe aus dem hohen Norden, sie spürt die Kälte vielleicht nicht, aber meine Güte, ich habe das Gefühl, das Leben wird aus mir rausgesaugt, Schritt für Schritt, Minute für Minute. Ihr habt vollkommen recht und einen Plan für den nächsten Tag haben wir immer noch nicht. Wenn dieser Sturm weiter voranschreitet, dann werden wir hier einfach nur erfrieren und haben keine Wahl mehr, was wir tun wollen und was nicht. Wir sollten einfach uns bewegen. Sagt Simsa, habt ihr nicht dieses Flammenschwert? Ja, das haben wir, aber das hilft nur für einige Momente. Wir können es nicht lange brennen lassen. Meint ihr nicht, das wäre eine gute Idee, vielleicht ein Feuer zu machen? Ich weiß nicht, wie wir die Nacht überstehen sollen. Ein Feuer machen. Ein Feuer, warum sind wir darauf nicht gleich gekommen? Ja, ein Feuer machen. Wir können ja... Meint ihr, das Holz ist... trocken ist es nicht, aber... Wir müssen etwas tun. Es ist nicht trocken, aber wir sollten es zumindest versuchen, denn in diesem Schneesturm werden sie es bestimmt nicht bemerken und... Unsere kleine Schneefeder drüben muss ja nicht unbedingt davon etwas mitkriegen, wir können es ja... Aber jetzt erst mal... Ja, wartet kurz hier und Arlekin erhebt sich und geht ein bisschen umher und kommt nach kurzer Zeit wieder mit einigen Ästen und einigen Laub, was er von Schnee freiklopft und er gräbt, fängt an mit seinen Händen so eine kleine Kuhle zu graben von dem Schnee und der Erde, sodass ihr quasi eine kleine Kuhle habt, wo ihr die ganzen Äste reinschmeißt. Simsa, meint ihr, euer Flammenschwert ist in der Lage, diese Äste dort zu entzünden, dass wir wenigstens ein kleines
Es muss ja nicht brennen, ein kleines Glimmen reicht ja schon. Warte, wir müssen uns konzentrieren. Flamme an! Okay. Er legt den Magierstab, bevor er Flamme ansagt, auf das Feuer und verwandelt ihn in das Flammenschwert mitten auf dem Haufen. Ihr müsst die Zweige darüber schichten. So in etwa. Alekin macht mal eine Probe auf Wildnisleben. Mach du mal auch bitte eine Probe auf Wildnisleben. Icke. Also ich kann dir leider schon mal mitteilen, 13, 19, 13 reicht bei Alekin nicht aus. Ich sehe überhaupt nichts. Wildnis da unten. Jetzt weißt du, wie es mir immer geht. Oh, ich hab's verwürfelt, scheiße. 13, gut. Jawohl. Nee, verkackt. Verkackt. Versuchst du noch Alekin oder du rufst Alekin noch zu, dass er mehr Äste oder die Äste drüber packen soll und jetzt fällt es mir wieder ein. Wir brauchen mehr Nadeln. Wir brauchen diese. Hier seht von diesen Tannen da hinten da. Die Nadeln, die sind ein Tannenbaum überlebt den Winter. Also das. Und er steht auf, stapft los und greift sich ein paar von diesen Nadeln, Nadelästen und knickt die ab, bringt die mit und schmeißt die drauf. Und das Schöne an diesen Nadeln ist, sie fangen sofort quasi nicht Feuer, sondern sie kokeln ganz schnell vor sich hin und es entsteht ein ziemlicher Rauch. Und trotzdem reicht die Hitze aber auf mit diesem Qualm, dass halt so ein kleines Feuer entsteht in dieser Kuhle. Das einzige Problem ist, dass dieses Feuer halt unheimlich stark raucht, weil halt diese Zweige, also falls ihr schon mal einen verbrannten Weihnachtsbaum gerochen habt oder einen Weihnachtsbaum, der abfackelt, das riecht ganz doll. Also es ist unheimlich starker Geruch in der Luft. Wie soll ich denn da schlafen? Ich habe sensiblen Geruchssinn. Ja, denn mach doch mal eine Probe auf Sinnesschärfe, aber erschwert um 2, weil du schläfst. Probe auf Sinnesschärfe, ob ich das rieche oder was? Ja, ob der Geruch... Also ich weiß nicht, ob man von Geruch ehrlich gesagt wach werden kann. Weiß ich auch nicht. Kann der... Qualität Stufe 3. Ja, also vielleicht du... Vielleicht nur schlechte Träume. Genau, also in deine Träume bringt sich dieser scheinbar tolle Geruch nach einem brennenden Wald ein und du fühlst dich quasi irgendwie fremd hier, denn in deiner Heimat, da gibt's ja keine Wälder und irgendwie der Geruch von brennenden Wald, einem niederbrennenden Wald, heißt auf jeden Fall nichts Gutes, aber du drehst dich im Schlaf rum und wälzt dich ein wenig und stöhnst, aber das kriegen erstens die beiden Zauberer nicht mit, weil die sich nur an ihrem Feuer freuen und die Hände übers Feuer halten und vor sich hin murmeln, dass es endlich wieder ein bisschen was zu fühlen gibt in ihren Gliedmaßen, aber du wachst auf jeden Fall nicht davon auf. Alekin, gut, danke für das Feuer. Simse hat sein Schwert inzwischen gelöscht. Wir brauchen dennoch einen langfristigeren Plan als das hier. Ich glaube, es ist vielleicht waren diese... Es schlägt auf unsere Atemwege. Zumindest aber hat dieses Feuer das Gute, dass sowohl Alekin als du und besonders dir dieses Feuer zumindest über die schlimmsten, ja... Frierungserscheinungen, sag ich mal, du hast noch keine Erfrierungserscheinungen, aber über das schlimmste Unwohlsein und über die beginnende Taubheit in deinen Fingern und Zehen hilft es erstmal hinweg und du beugst dich über das Feuer und wärmst deine Hände da dran und obwohl der Rauch dir in die Augen und in die Nase fährt und du immer wieder husten musst und auch lautstark husten musst, kannst du halt nicht verhindern, dass du dich einfach an diesem Feuer wärmen musst und es beginnt in deinen Fingern zu kribbeln und neben dir bekommt Alekin auf einmal einen riesigen Hustenanfall. Du drehst dich zu ihm um und du siehst, wie er an seinen Hals fest und gar nicht mehr rauskommt aus dem Husten und genau von diesem Husten wacht dann schließlich auch Aliana auf aus ihrem bösen Traum von verbrennenden, verdorrenen Wäldern
und den schönen, wohligen Eiswüsten ihrer Heimat. Und du siehst diese Situation. Du drehst dich um und siehst diesen Simsa, der sich am Feuer wärmt, und Arlekin, der sich ebenfalls am Feuer wärmt und einfach nicht mehr aufhören kann zu husten. Was zum Teufel? Was habt ihr denn angestellt? Warum raucht das so? Kommt, wir haben ein Feuer. Arlekin. Ich klopfe Arlekin auf die auf den Rücken. Versucht den Rauch nicht einzuatmen. Ja. Das war ja eine tolle Idee. Ich komm und schieb so ein bisschen Schnee über dieses mehr schlecht als recht gelungene Feuer. Also als ich sehe, dass sie das versucht, vergehe ich dazwischen und halte sie davon ab. Was tut ihr? Seid ihr verrückt? Wir erfrieren hier, wir brauchen dieses Feuer. Geht weg! Das wärmt überhaupt nicht. Das macht einfach nur Qual. Euch mag ja die Kälte nichts ausmachen. Aber wir brauchen das. Also, lasst gefälligst das Feuer in Ruhe. Ihr sterbt an diesem Rauch. Wenn ihr zu lange diesen Rauch einatmet, dann... Eher sterben wir an dem Rauch, als an der Kälte. Ja. Bitte sehr, wie ihr das möchtet. Ich geh ein Stückchen weit weg und setze mich irgendwie abseits des Rauches irgendwo hin. Okay, und beobachte Arlekin, ob der überlebt oder nicht. Also Arlekin kriegt sich auch wieder ein und er hustet zwar weiterhin immer mal wieder. Und man sieht ihm auch an, dass er kaum noch Luft bekommen hat in der Situation und sich jetzt ein bisschen weiter weg vom Feuer in etwas sichererem Abstand hält und nur seine Füße ganz nah dran hält. Und auch Simsa muss halt immer mal wieder husten. Und in dieser Situation fällt dir auch auf, wie unfassbar laut diese Situation gewesen ist in einem Wald, in dem ansonsten nur Stille herrscht und nichts anderes zu hören ist, außer dem Wind, der durch die Bäume pfeift und durch die Äste. Und die Situation kommt dir doch nicht geheuer vor, denn wenn du dir vorstellst, du wärst ein Jäger und deine Beute, die du suchst, hätte solch einen Krach gemacht, du bist dir sicher, diesen Lärm hättest du in einem Umkreis von einem Kilometer Entfernung gehört und du bräuchtest gar nicht zu sehen, worauf du schießt. Du könntest allein anhand des Geräusches deine Beute erlegen. Das sind so die Gedanken, die dir da gerade durch den Kopf gehen. Aber es ist doch ein starker Schneesturm, oder? Ja, aber es macht mich natürlich sehr unruhig. Sehr unruhig, also, aber was denkst du dazu zu tun? Also so kann ich mich hier nicht ausruhen. Die Gefahr besteht, dass wir damit die Orks angelockt haben. Ich werde auskundschaften, ob irgendwas in der Umgebung ist. Bleibt hier und verhaltet euch verdammt nochmal leise. Dann steh ich auf. Okay, es ist... Zieh meinen Bogen und mache meinen Runden. Okay, also du ziehst deinen Bogen und versuchst quasi dem Jäger entgegenzugehen und ihn zu erspähen, bevor er dich erspäht, so in etwa, stelle ich mir das jetzt vor. Ja? Ja, also ich halte mich auch immer sehr hinter irgendwelchen Bäumen bedeckt und guck erstmal, bevor ich weitergehe, immer in die Ferne, ob da sich da irgendwas bewegt oder nicht. Ja, also ich verstehe schon. Sehr, ich bin zwar kein Jäger, aber ich kann mir das schon in etwa vorstellen, was du so vorhast. Gut, also während die beiden hustenden Magier am Feuer sich wärmen und Aljana in den Wald aufbricht, um der Gefahr entgegenzutreten, springen wir wieder zurück zu Fiolin, die nun in ihrem Zelt, in ihren Klamotten steht und überlegt, was zu tun ist und ob sie vielleicht mehr verliert als nur das Vertrauen des Priesters, wenn sie hier ausharrt. Ich glaube, Nico will, dass du fliehst. Ich weiß, aber es gibt keinen Grund zu fliehen. Draußen ist es arschkalt. Ja, anscheinend ja doch. Ich weiß nicht, wo ihr seid. Also ich würde mir die Lederrüstung hier anziehen. Ja, die hat er ja mitgenommen. Die hat er mitgenommen. Ach, die hat er mitgenommen. Scheiße. Die bringt er jetzt scheinbar zum Schaman. Es macht halt leider für mich keinen Sinn zu fliehen. Jetzt. Also ich bin halt nicht besonders gut im Wildnisleben und so weiter. Bei der Kälte draußen würde ich nicht überleben. Das heißt, ich kann nur hier bleiben und hoffen, dass ich irgendwie was finde. Ja. Okay, wenn du das meinst, dann machen wir weiter. Also du sitzt in deinem Zelt und nach einiger Zeit öffnet sich die Zeltplane
Und neben dem Rikai-Priester betritt auch der Schamane das Zelt. Und der Schamane hat inzwischen wieder seine Kleidung angezogen und auch die Blutspuren aus seinem Gesicht sind nicht, davon ist nichts zurückgeblieben und nichts erinnert mehr an dieses schauerliche Ritual, was er dort abgehalten hat und dessen Zeuge du geworden bist. Und der Schamane guckt dich an und die beiden flüstern miteinander. Also du kannst leider nicht verstehen, worüber sie sich unterhalten und was da vor sich geht. Und deshalb bleibt dir auch nichts anderes übrig, als abzuwarten, was passiert. Und der Schamane drückt den Priester ein Stück nach hinten und kommt dir entgegen. Interessant. Eine gute Geschichte hat mir unser Priester erzählt von einer Frau, die keine Spuren hinterlässt im Schnee. Die verschwindet auf wunderbare Weise. Nackt in seinem Zelt auftaucht und Geschichten erzählt von Dingen, die niemals passiert sind. Aber sie sind passiert, er hat sie nur nicht entdecken können. Er scheint etwas älter zu sein. Ihr könnt Geschichten erzählen, so viel ihr wollt, Weib. Aber mir könnt ihr die Wahrheit nicht verbergen. Ihr werdet schon sehen, dass eure Geheimnisse, Geistfrau, keinen Bestand haben vor mir und meiner Kraft. Ich möchte gar nicht gegen euch agieren. Ich möchte euch helfen. Mach doch mal eine Probe auf. Also jetzt ist es wirklich. Mach von mir aus nochmal überreden. Und diesmal benötige ich eine Qualitätsstufe von dir. Okay, Mut bestanden, Intuition bestanden, Charisma. Einen Punkt weg, da habe ich noch Qualitätsstufe 1. Qualitätsstufe 1. Er schaut dich an. Geistfrau. Ihr erzählt Lügen, wo auch immer sich euer Mund öffnet. Aber gut, ihr sagt, ihr wollt mir helfen? Nun, ich stelle euch auf die Probe und ihr könnt zeigen, ob ihr willens seid, mir zu helfen. Kommt, kleine Geistfrau, kommt mit. Und er winkt dich zu ihm. Okay, Folge. Oh Gott, ich ahne es. Du musst den Boron-Priester doch umbringen. Und er bringt dich also auf den Platz rauf und du siehst, dass sich mittlerweile auch eine ganze Menge Orks versammelt haben, weil diese ganze Aufruhr, die da passiert ist, die ist natürlich nicht ungemerkt geblieben und dementsprechend sind einige Krieger da und auch der Rikai-Priester, der ist ziemlich außer sich und sieht gerade so ein bisschen seinen Ergoch davon schwimmen sozusagen, weil eins ist klar, Schuld. Egal was passiert, entweder du hilfst jetzt dem Schamanen, dann gehörst du ihm, aber zumindest fühlt er sich da jetzt auch sichtlich unwohl und gemeinsam lauft ihr in Richtung des Schamanen-Zelts. Und du siehst aus den Augenwinkeln, dass auch der Häuptling die ganze Szenerie beobachtet. Aber da er diese, sag ich mal, Sklaven ja überlassen hat, mischt er sich da jetzt im Augenblick auch nicht ein, aber er beobachtet die ganze Szene sehr genau. Das kannst du aus den Augenwinkeln zumindest sehen. Und der Schamane führt dich in sein Zelt, öffnet die Plane, schiebt die beiseite. Auf dem Weg möchte ich mich umgucken, ob ich meinen Dolch irgendwo sehe. Beziehungsweise den Ork, den ich vorhin im Kampf sah,
der mit dem Dolch wedelte, ob ich den Ork oder meinen Dolch irgendwie erkennen kann. Also so genau, sage ich mal, ist deine Kenntnisse von Orks nicht, dass du jetzt in dem Schneesturm anhand der Gesichter da im Dunkeln den Ork ausmachen könntest, der deinen Dolch in der Hand hatte. Und du siehst auch auf jeden Fall deinen Dolch nicht auf magische Weise vor deinen Augen. Also du kannst da nichts im Vorbeigehen sehen. Okay. Und man lässt dir auch nicht besonders viel Freiraum. Also ihr seid halt mehr oder weniger zwar im gebührenden Abstand, weil sich keiner da so einmischen will in das, was der Schamane vorhat, aber da stehen halt ziemlich viele Orks und du kannst jetzt nicht den einen aus denen da herauspicken und sagen, der war's, nee. Okay, schade. Gut, möchtest du dem Schamanen ins Zelt folgen? Klar. Okay, also du folgst dem, Seite 17. Du folgst dem Schamanen in das Zelt hinein. Und in dem Zelt selbst ist es ziemlich warm. Also es wurde auch ein Feuer wieder entfacht. Allerdings nicht dieses rauchige von den Rauchgefäßen, sondern ein ganz normales Feuer brennt. Und diese ganze unheimliche Atmosphäre, die herrscht im Augenblick gar nicht. Und so siehst du auch nun viel deutlicher als vorher, als in deiner Taubengestalt, dass die beiden Gefangenen des Schamanen Aslaif und Darian gefesselt und geknebelt. Darian nur grob verarztet, der kleine Schnitt, den er da hatte, auf einer Pritsche sitzen. Und die haben das Ganze natürlich auch mitbekommen, dass da so großer Trubel war. Und beide sind voller Angst in den Augen, starren euch beiden entgegen und erharren und erwarten nichts Gutes aus der Situation. Und der Schamane tritt näher oder weiter rein in das Zelt und winkt dich erst einmal hinein. Und du folgst ihm und in dieser gemeinsamen Runde winkt dich der Schamane näher ran und deutet dir auf einen Platz, wo du dich hinstellen sollst. Und er selbst begibt sich zu seiner Lagerstätte, was ja für, sage ich mal, so ein zeltisches Verhältnis durchaus luxuriös gestaltet ist, ja, mit vielen Fellen und einem Tisch und einem kleinen Schränkchen. Und er kramt in seinen Utensilien rum und kommt mit einem mit einer Klinge zurück. Mit einer gezackten Klinge, die sieht eher aus wie, also sieht nicht aus wie ein Dolch, sondern eher etwas, ja, gutturales, wilderes. Sowas hast du auf jeden Fall in deiner Karriere noch nicht benutzt. Und er hält dieses Messer in der Hand und fängt wieder an, sich an dich zu wenden. Du Geistfrau, sagst, du willst mir helfen. Aber ich glaube dir nicht. Deine Lügen stinken, wie deine Artgenossen stinken. Euer Fleisch, euer Geruch, eure Körpersäfte, ihr widert mich an, aber sei es wie es ist, du sollst deine Chance haben, mir zu beweisen, ob du etwas wert sein kannst, außer mir als Quelle zu dienen. Siehst du diese beiden Menschen, diese Blasshäute? Sie sind zu nichts Nutze. Ihre Säfte sind schwach. Ihre Kraft entbehrlich. Sie sind von wenig Wert. Sie sind nichts als Vieh. Nun seid mein Metzger und bereitet mir etwas zu, sodass diese Blass heute wenigstens ein letztes Mal zu etwas Gute sind. Gebt mir ihr Herz. Zeigt mir euren Willen. Und er packt Aslaif an den Fesseln und reißt ihn mit einer übermenschlichen Kraft in die Höhe und schleudert ihn vor dir auf den Boden.
Und Asaif selbst kann sich ja, weil er gefesselt ist, überhaupt nicht wehren. Und er schlägt einfach nur hart auf dem Rücken, auf dem Boden auf. Und seine Augen sind voller Panik. Und er windet sich und beißt in seinen Knebel. Aber viel mehr als auf dem Boden rumrollen kann er nicht. Und der Schamane tritt halt sofort dazu und blockiert sein Entkommen, seine Versuche zu fliehen mit seinen Füßen. Und er beugt sich über über Asaif rüber. Keine Sorge, du Stück Fleisch. Du wirst deiner Bestimmung zugeführt. Hab keine Angst. Das ist jetzt deine Rache, wa? Und er hält die Hand offen hin und hält dir diese gezackte Klinge entgegen. Diese schartige, guttural, urisch aussehende Klinge. Ungefähr so ein langes Blatt. Geistfrau, beweist mir euren Wert. Also, und an dieser Stelle, meine Damen und Herren, würde ich sagen, beenden wir die Folge für den heutigen Tage. Denn was gibt es Schöneres als Cliffhanger als eine Marbo-Priesterin, die ihres Amtes walten will? Ne? So, oder so ähnlich. Gut. Du Schlingel. Ja, Leute. Ich würde sagen, es ist anders gelaufen, als ich mir das eigentlich so notiert habe. Ist es eine Überraschung für dich? Dafür 2 Punkte Abzug. 2 Punkte Abzug für Hufflepuff. So. Nein. Ja, fassen wir noch mal kurz zusammen. Also, einen Abenteuerpunkt gibt es dafür, dass Arlekin, Simsa und Aljana nicht erfroren sind und sich einen behelfsmäßigen Unterstand bauen konnten. Und zumindest Aljana hat so ein Gefühl dafür bekommen, dass sie noch immer in Gefahr sind und keineswegs in Sicherheit. Dafür gibt es einen Abenteuerpunkt und ein kleines bisschen entschuldige ich mich auch an der Stelle, dass ihr so wenig Einsatzzeit hattet. Aber Fiolin hat halt, die macht halt, was sie will. Ja? Und dieses, was sie will, bringt euch auf jeden Fall 2 weitere Abenteuerpunkte ein. Denn sie ist Zeuge eines Rituals geworden, das ihr eventuell ein weiteres kleines Geheimnis über den Schaman verraten hat. Und sie ist immer noch am Leben. Ja? Obwohl sie lügt, betrügt und sich in eine ganz schön ausweglose Situation manövriert hat. Aber im Augenblick zumindest seid ihr alle noch am Leben. Und das gibt dann also insgesamt 3 Abenteuerpunkte für heute. Tja. Okay. Ja, oh Mann, ey. Tja. Gut, liebe Leute. Keine andere Wahl. Und wir durften immer noch nicht regenerieren. Das ist du hast immer eine Wahl. Ja. Ein Kreis schließt sich. Ja, ihr habt nicht gesagt, wie schnell oder wo er sich schließen soll, aber er wird sich schließen. So viel habe ich versprochen. Und das halte ich auch garantiert ein. Und wenn ihr wissen wollt, liebe Zuschauer, wie es beim nächsten Mal weitergeht, dann solltet ihr auf jeden Fall beim nächsten DSA-Dienstag auch wieder einschalten. Aber bevor wir uns jetzt verabschieden, wollen wir uns natürlich noch einmal ganz herzlich bei den Leuten bedanken, die das Ganze hier überhaupt möglich machen, nämlich unter anderem bei unseren wunderbaren Steady-Unterstützern. Und da sind wieder einige neue Namen und Gesichter dazugestoßen, unter anderem der Philipp Freund und die Anke Christ. Herzlich danken möchte ich auch den Sven M. und Christian Reuter. Und ich danke noch Joachim Wese. Vielen Dank für deine Unterstützung. Und den guten Heiko bleibt nur noch einmal ganz kurz übrig. Ich habe noch einen, Nico. Ich habe noch einen. Ja. Ich danke nämlich noch Blauschwanz Orkenstoß für die Unterstützung. Danke dir. Witziger Name. Blauschwanz Orkenstoß. Okay. Aber warte, ich möchte noch mehr Leuten danken. Und das wäre ein guter Häuptlingsname. Ich erzähle mal noch ein bisschen nebenbei irgendwas, weil wir haben es einfach nicht geschafft, Orkenbach nochmal zu sehen. Und ich weiß nicht, ob Nico es nochmal dahin schafft. Aber wir haben so viel. Ihr spielt. Okay, dann rennen wir nächste Folge rennen wir einfach nach Orkenbach. Okay. Ja, ganz viele Leute haben uns Karten gemalt und die kamen einfach nicht zum Einsatz, weil es einfach. Es hat sich nicht ergeben, aber die möchten wir hier an der Stelle nochmal zeigen. Vielen Dank auch dafür. Ihr habt euch wirklich sehr viel Mühe gegeben und ja. Hier sind sie, damit sie nochmal zu sehen sind. Und bestimmt auch auf unserer Webseite. Auf jeden Fall, ja. Die sind total cool, genau. Finde ich geil. Ja. Also, es ist halt tatsächlich alles anders gekommen, als wir uns das am Anfang vorgestellt haben. Aber das ist ja auch das Schöne an DSA. Eine lebendige Geschichte, die während sie entsteht, neu gestaltet wird.
Oh, das war schön. Das lasse ich mir eingravieren irgendwo. Wenn wir unsere Karte weitergeführt hätten vom Anfang, hätten wir jetzt irgendwie so einen kleinen Weg und dann wäre Ende. Irgendwie so. Ja, so ungefähr, ja. Ja. Vielen, vielen Dank für euren Einsatz. Ja. Wir sehen uns nächste Woche, oder? Tschüss. Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Schöne Vorweihnachtszeit und so. Und dann bis zum nächsten DSA-Dienstag. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao. Tschüss. Kriegst du das Kabel eigentlich noch ein bisschen runter? Das ragt so durchs ganze Bild. Oder stört das da? Naja, ist doch eventuell die für die Backup-Aufnahme, aber nur wenn es geht. Nur wenn es geht. Sag doch einfach nö. So wie Florian immer. So in einem Film. Sag doch einfach nö. Ist es Helden Strumpfhosen? Ich glaube ja. Ah ja. Test, Test. Die Schere immer bei der Hand. Kann sein, dass es Helden und Strumpfhosen ist. So. Ja. Ich dachte, das geht, aber es ist echt warm. Das ist Wolle. Hose ausziehen hilft. Jetzt hat's. Oh, da weißt du was. Ja, das mache ich dann während der Folge. Das soll spannend sein. Ja, bitte. Ich bin ready. Ich auch. Ich auch. Bringen wir es schnell zu Ende. Es ist viel zu spät heute. Es war einmal vor langer, langer Zeit in einem weit, weit entfernten Gasthaus. Auch nicht schlecht, oder? So, und fertig. Ja, sehr gut. No copyrights. Und die Star Wars Musik. Ja, ja, genau. Wehe, jemand summt. Sag mal, wie habt ihr das gehandhabt, wenn Simsa war jetzt ja 3 Folgen nicht wirklich am Spiel? Ich habe mir deswegen auch nichts regeneriert. Regeneriert er denn irgendwas oder nicht? Mhm. Ja, ja. Wir hatten ja keine Regenerationsphase. Wir hatten aber nicht viel. Mhm. Na dann, gibt's nichts, ne? Also ich kann mich nicht erinnern daran, dass du gesagt hast, ach, jetzt regeneriert doch erstmal eine Runde, Leute. Nein. Das kam auch leider nicht vor. Leider nicht. Ich wollte nur mal fragen, mein Simsa war lange weg, der hat gepennt. Das habe ich vergessen zu erwähnen. Weggeflogen und als Vogel irgendwo geschlafen. Ja. Ja, ja. Ich glaube, man kann auch nicht von schlechtem Geruch wach werden. Aber ich bin mir da biologisch durchaus nicht sicher. Also von Licht wird man wach, von Hören wird man wach. Ist ja jetzt auch wurscht. Von Fühlen wird man wach, alles gut. Nee, du wirst nicht wach. Du träumst nur ganz schlecht. -1 Astralpunkt Regeneration. Sag mal, dieser Boron-Geweihte, der sitzt da auch noch rum, oder? Wie hieß der? Saduf oder Sadur? Darian. Nee, den meine ich nicht. Da war noch ein zweiter. Aslaif und Darian. Ja. Noch ein Namen da bei mir. Salut. Salut. Ifrins Holzer ist der andere Dorfbewohner. Der ist irgendwo anders. Genau, den meine ich. Der ist der Vater von der Tochter, oder? Ja. Ah, der Vater von der Tochter. Ja. Spielen für die Handlung auch keine Rolle mehr. Gut. Okay. Also außer ihr wollt versuchen, die jetzt noch zu befreien, aber da bin ich gespannt, wie ihr das macht. Nee, der soll sterben. Okay. Wir schleppen den doch nicht in die nächste Kampagne mit rüber. Genau. Pass mal auf, dass ihr euren eigenen Klapperarsch in die nächste Kampagne mit rüber schleppt.